Ich lese das Solinger Tageblatt vom heutigen Mittwoch, dem 9. Oktober. Mir geht es vor allem um die Lokalnachrichten aus Solingen, vor allem hier im Bezirk Höscheid. Die sind ziemlich mau in der Zeitung. Kann ich nicht nachvollziehen, finde ich nicht schön. So, vielleicht erst zum Titel. Es passt zu dem, was gestern über Jogi Löw gesagt worden ist. Bastian Schweinsteiger sagt Servus. Der beendet seine Karriere als Profifußballer, steht hier. So, K-Frage Kramp. Karrenbauer lehnt Urwahl bei der CDU ab. In der Parteiführung ist schon jetzt Unruhe vernehmbar. Die CDU-Chefin lässt offen, ob sie selbst die Kandidatur übernehmen will. Dann gibt es eine Immobilienzeitung, die kein Schwein braucht. Da hätte ich dann lieber vernünftige Lokalnachrichten. Und zu den Nachrichten aus Solingen, der Batterie-Obus übernimmt die Leonie 695. Das interessiert kein Schwein in Höscheid. So. E-Sport, so wird auf PC oder Konsole gezockt, hat auch nichts mit Lokalnachrichten zu tun. Es ist wie immer ziemlich mau. So. Karikatur auf Seite 2. So eine, die man immer bringen kann, wenn man nicht weiß, was man drucken soll. Da wird die Seenotrettung zerstückelt und es ertrinkt einer, weil jeder nur ein Stück vom Rettungsring bekommt. Hier bitte. So noch nie gesehen. Das ist ganz ernst gemeint. Muss man bei so Aufnahmen lassen, was sie sagen. So, Kommentare. Worte haben Macht, auch das Wort Femizid, das ich noch nie gehört habe. Ich wage auch zu bezweifeln, dass es überhaupt gibt. Juliane Kienast. Naja, AKK kapituliert nicht. Also, da geht es um die CDU-Chefin. Johannes Theissen und Herr Herder Stromnetz wird 60. Interessiert auch kein Schwein. Drogendealer mit Vertrag und Urlaubsanspruch. Die Strukturen werden laut Polizei immer professioneller und erinnern teilweise an legale Online-Händler. Wen wundert sowas? Ich habe zu meinem YouTube-Kanal auch noch Sachen gesagt bekommen. Ich habe dem nicht nachgegeben. Spätestens wenn man sowas mitkriegt, fragt man sich dann auch, warum die Polizei überhaupt noch den Mund aufmacht. Naja, ziemlich mau. Auto geht, Handbremse ist kaputt, Sänger und Schriftsteller T.S. Ullmann über die Entstehung seiner missgefeierten Albums Junkies und die Unsigned. Das ist garantiert scheiße. Schon mal Titel verrät das. So. Batterie-Obus übernimmt erste Linie, interessiert hier in Höscheid keinen. Und meiner Meinung nach ist es ein ganz einfaches Stangentaxi. Da sind auch welche oben dran, also ein ganz normaler Obus. Vielleicht macht er dann, sobald man auf die Oberleitung trifft, die
Stangen dran und dann werden Batterien, ich weiß es nicht. Rathaus digitalisiert seine Eingangspost. Herzlichen Glückwunsch. Auch nicht aus Hirschheit. Grundschule ist Ulandstraße, ist auch nicht Hirschheit. FDP unterstützt Hirschpost Jüngere, ist auch nicht aus Hirschheit. Weierstraße, Fiat kommt von der Fahrbahn ab, ist auch nicht in Hirschheit passiert. Stadt und Kirche erinnern an Bombenangriffe. War auch hier in Hirschheit, ist aber auch nichts direkt, wo es hier um den Bezirk geht. Expo Real, viele Gäste bei der Bergischen. Ist ganz bestimmt nichts aus Hirschheit. Bergische Wirtschaft ist im Abschwung, ist auch nicht aus Hirschheit. B-Boll Mediengruppe ehrt langjährige Mitarbeiter, ist auch nicht aus Hirschheit. Übrigens auf dem Foto, ja, ich wohne seit Bernhard Boll, links erkenne ich Michael Boll, glaube ich, auch. Ansonsten erkenne ich auf dem Foto auch kein einziges Gesicht. Und ich wohne seit wirklich über 35 Jahren hier in der Stadt. Zeit ist. Ich erkenne wirklich keinen. Man kann hier an allem anscheinend vorbeigehen. St. Lukas Klinik verabschiedet Dr. Mehrholz, der sah auch schon mal anders aus. Furzen des Schützenvereins Solingen auf der Höhe habe ich auch noch nie gesehen. Sehe ich hier zum ersten Mal in der Zeitung. Ich weiß nicht, was hier in der Stadt los ist. Übrigens, wie oft Dr. Mehrholz schon verabschiedet worden ist in der Lukas Klinik, weiß ich auch nicht. Es kotzt einen an. Seniorenwohnanlage sind stark gefragt. An der Kranhöhe baut die Augustinus-Gruppe 26 Einheiten für Ältere. Das ist hier direkt um die Ecke. Ich habe es noch nicht bemerkt. Im Park der alten Einrichtung wird gebaut. Also sieht man es auch gar nicht. Aha. Na dann. Übrigens, auf dem Foto hier erkenne ich auch keinen bis auf die Nonne. Und dass die Nonne speziell aus Solingen ist, wusste ich. Hier kann ich mal sagen, mich kotzt es an, wenn ich in der Zeitung kaum einen wiedererkenne. Es ist unmöglich. Theater zeigt Krawatz Kampf gegen die Magie. Das Buch fand ich scheiße, den Film auch. Das Theaterstück garantiert auch. Und wenn dann das intensive Theater, das eine intensive Theaterfassung ist, wenn man wie vollbehindert auf der Bühne steht, ist mir auch nicht ganz klar. Ich kann es mir gerade zeigen. Es kotzt einen an. Reni Borbonus wirbt vor 320 Zuhörern für Klarheit in der Sprache. Ja. Mia geht neue Wege bei Azubi-Suche. Ich weiß nicht mehr, was Bier ist. Bier, Kunststoffunfall. Keine Ahnung.
Ich bin für Ausbildung ins Ausland gegangen. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Beim E-Sport-Event des SV Bayer Wuppertal wurde in der Halle am Sonnborner Kreuz fleißig gezockt. Naja, das ist bergischer Sport, der gehört jetzt auch. Nein, ich interessiere mich nicht dafür. Der Brückenlauf findet wieder statt. Am 20. Oktober, hier oben. Das ist mal was aus Hirsche. Steht aber auch nicht im Lokal. Da. Naja, wie gesagt, ich finde die Zeitung ziemlich mau. Und vieles, was drinsteht, kann ich so nicht nachvollziehen. Und wie der Herr Dr. Mehrholz, der mal wieder verabschiedet wird, gerade aussieht, interessiert mich wirklich auch ein Scheißdreck. In der St. Lukas-Klinik, neben St. Josef-Heim und Olix. Tschüss.